Hey Leute, ich bin's, euer Voldemort. Willkommen zurück zu Dishonored. Jetzt habe ich mir gedacht, spiele ich weiter. Jetzt geht die Gaming-Session los hier. Und ja, das letzte Mal hatten wir nicht wirklich viel geschafft. Nur, dass ihr wisst, dass ich das Spiel spiele, habe ich aufgenommen. Sie empfängt sie gleich. Und jetzt, sie empfängt sie gleich, ja. Und jetzt geht's hier gleich los. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. So. Die Menschen sind krank. Keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Okay. Mutter, Papa ist wieder da. Ich mach mal kurz die Sprachlautstärke ein bisschen lauter. Ich denke mal, das ist wirklich jetzt mittlerweile zu leise. Nein, nicht. Oh, 60. So. Und dann kann es nochmal weitergehen. Wie Sie wünschen, Majestät. Okay. Wie ist er denn? Corvo. Corvo. 2 Tage zu früh. Wie, dem ich voller darf den Überraschungen, töten. Wie immer. Den muss ich auf jeden Fall töten. Garantiert. Den kann ich jetzt schon nicht leiden. Kaiserin Jessamine. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Keine guten. Reden. Hallo, Emily. Ja, bist du ein süßes Mädchen. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Ich kletter mal ein bisschen rum. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Nein. Du siehst traurig aus. Ach, ja, was? Keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Hier ist ein bisschen halt. Wall. Ich kann wo nicht ist die weiter. Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Oh, fuck. Drücke um eine Waffe mit rechts und mit Angriff mit links und deine Waffe. Okay. Geht sterben, Mann. Okay, halte Steuerung links gedrückt, um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er. Okay. Wo ist er hin? Beweg dich. Okay. Vorsicht! Okay, beweg dich. Das war ja leicht. Herr Corvo, ah, ich danke okay. Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nein, nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Nein, nein, hier. Nein. Lass sie in weh. Weh, weh, weh. Fuck! Mama! Oh. Emily, schau es dir nicht an. Corvo. Alles fällt auseinander. Ich werde Emily finden. Finden garantiert. Sie Emily. Emily. Schützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Ein bisschen zu spät, Lady. Ich wollte dir eigentlich gerade sagen, dass ich dich liebe, aber. Schütze uns. Seht, was er getan hat. Ich war das nicht. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Oh komm, wollt ihr mich verarschen? Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Ich habe sie vergewaltigt und dann sind sie geschossen. Corvo, ergreift ihn. Cool. Was für ein Anfang. Also, wir fühlen uns gerade echt verarscht. Gefängnis von Coldridge. Speichere möglichst oft. Was für ein Tipp. Okay. Ich habe gerade gesehen, da steht immer ein Text. Idiot. Den sollte ich vielleicht lesen eigentlich. Ach, Coldridge. Oh. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Boah, das tut weh. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Arschloch, dich will ich umbringen. Ich will euch beide töten. Corvo, die Kaiserin ist tot.
Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ach, die stecken da. Ja, sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Also den Linken werde ich qualvoll töten. Und den werde ich qualvoll töten. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit zu sterben. Am falschen Ort. Das weiß ich jetzt schon. Jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Ja. Wart ein! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Das sag ich zu dir. Kann ich versichern. Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Essen. Oh, Schlüssel. Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an der Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Weißt du was? Fick dich. Nein, ich will das nicht. Ich leg mich wieder hin. Okay, egal. Ist sogar fertig. Schließen. Habe ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin gefasst habe? Getötet und ihre Tochter Emily entführt. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du drückst und oder du schleißt dich von hinten an, hältst Steuerung gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Okay? Der nicht tödliche Schleifangriff hat den Vorteil, dass du es mit weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst. Manche Personen, die wohlgesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Okay. Echtes Ereignis? Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Klingt nicht besser als wir, wenn wir auf Ich kann den doch jetzt nicht vor den Augen von den Typen töten. Oder? Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Gute Nacht. Oh, ich hab ihn gerade. So. Scheiße. Mein schönes Bett. Alter, der hat irgendwie. Okay, gut. Ich hab damit nichts zu tun. Irgendwelche von den großen Rattenrudeln gesehen? Verzieh dich. Scheiße. Lass mich raus. Nur noch 3 Tage. Dann köpfen die mich. Ja, ich helf dir. Ich helf dir. Fuck. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Hilfe! Nimm das! Dann. Umzingelt ihn! Go! Ich gar nicht mehr. Okay. Hat doch funktioniert. Auch wenn es nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Okay. Auch nicht schlecht.
Ah, okay, damit fülle ich mein Leben wieder auf. Geld, 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 Geld. Geld, Geld, Geld. Geld. Noch mehr Geld. Was jetzt? Ich hab damit nichts zu tun. Ach, egal, ich töte die. Attentäter, Hilfe! Jetzt hab ich dich! Aua! Aua! Au! Okay. Okay. Er hat den Schlüssel gehabt. Die Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Öffnen. Gut. Oh, ich sehe gerade, ich schaue gerade auf die Uhr, dass die erste Folge hiermit jetzt erstmal beendet ist. Aber wir kommen noch jetzt voran. Und fuck, ich habe gerade so einen Heiltrank getrunken. Egal. Gut, ja, das beendet jetzt erstmal die erste Folge. Oder, naja, die zweite Folge. Prinzip. Aber ich werde jetzt weiter spielen und einfach mal eine Gaming-Session vielleicht von einer Stunde machen oder so. So um die 6 Videos. Und dann habe ich so ein bisschen was auf Lager im Petto und dann könnt ihr euch darauf freuen, dass ich sowas hochlade. Na denn, viel Spaß noch, egal was ihr heute noch macht. Euer Voldemort. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.